Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Wien-Bibliothek im Rathaus. Ich begrüße die Gäste hier im Lesesaal sowie alle, die via Livestream unseren Abend verfolgen. Die Hinrichtung Hugo Bettauers zur Aufarbeitung eines rechtsextremen politischen Attentats. Soweit der Titel des Werkes, das Valentin Fuchs verfasst hat. Es wird im Mittelpunkt des heutigen Abends stehen. Das Revolver-Attentat, das ein beschäftigungsloser junger Mann, ein rechtsextremer und späterer Parteigänger der Nationalsozialisten auf den Schriftsteller und Journalisten Hugo Bettauer am 10. März 1925 verübte. Es ist der Kulminationspunkt einer Hetzkampagne gegen Bettauers literarisches Werk, das der Toleranz, der Enttabuisierung von Erotik und Sexualität sowie immer wieder geforderten Reformen der Ehe- und Familiengesetzgebung verpflichtet war. Die Tat ist bezeichnend für das gesellschaftliche und politische Klima, welches der konservativ-reaktionäre Regierungsstil eines Ignaz Seipel nach und nach vergiftete. Die Tat können wir letztlich auch als Symbol für die allmähliche, aggressive Zuspitzung der politischen Lagerbildung sehen, die 1933 zur Ausschaltung der Demokratie und die 1938 zur Preisgabe des Staates führen wird. Das schriftstellerische Werk Bettauers, der in seinen Tagen zu den meistgelesenen Autoren zu rechnen war, erfuhr in den letzten Jahren eine erfreuliche Renaissance. Die Wiederentdeckung des zeitweilig als verschollen gegoltenen Films »Die Stadt ohne Juden« im Jahr 2019 war nur der letzte Höhepunkt dieser neuerlichen Beschäftigung mit Bettauers Œuvre. Zwischen 2009 und 2014 wurden zentrale Romane wie »Die freudlose Gasse« oder »Der Kampf um Wien« neu aufgelegt. Der Roman »Der Kampf um Wien« wurde vor genau 10 Jahren, 2012, hier in der Wien-Bibliothek im Rathaus mit dem Millener Verlag vorgestellt. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier inhaltlich wieder anknüpfen dürfen und die heutige Buchpräsentation veranstalten können. Damit darf ich bereits das Wort übergeben an Stefan Kraft von Promedia, in welchem Verlag der heute präsentierte Band von Valentin Fuchs erschienen ist. Ich bitte um die Einführung und die Vorstellung der Gäste. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Stefan Kraft vom Promedia Verlag. Ich muss den Abend leider mit einer Entschuldigung beginnen. Der Autor des Werks, der Valentin Fuchs, ist leider kurzfristig erkrankt. Und deswegen freut es mich umso mehr, mit Murray Hall, einen der, würde ich sagen, größten Bettauer-Kenner des Landes, hier zu haben und mit ihm über die Themen dieses Buches zu sprechen, die er schon vor einigen Jahrzehnten aufgearbeitet hat. Am 18. August dieses Jahres hat sich, und das ist auch ein Grund, warum wir dieses Buch 2022 veröffentlicht haben, der Geburtstag von Hugo Bettauer zum 150. Mal gejährt. Gestorben ist er am 26.03.1925 und zwar an den Folgen eines Schussattentats, das, glaube ich, am 10. März, also 16 Tage vorher, stattgefunden hat. Und der Valentin Fuchs hatte sich in seiner universitären Abschlussarbeit zur Aufgabe gesetzt, diesem Attentat nachzuspüren, und zwar nicht nur dem Attentat konkret, sondern der Vorgeschichte, dem politischen Klima in der Stadt und im Land in dieser Zeit, das dazu geführt hat,
dass dieses Attentat nicht nur stattfinden hat können, sondern dass auch die Beteiligten oder der Beteiligte dann mehr oder weniger von der Strafverfolgung ausgeschlossen wurde oder dann nach einem Jahr wieder freikommen konnte. Also vielleicht, um ganz kurz durch die Themen des Buchs zu gehen, am Anfang geht es um das Klima in Wien, den Antisemitismus, die Fakten der frühen Hakenkreuzlerbewegung, um säkulare jüdische Lebenswelten, in denen sich Hugo Bettauer aufgehalten hat, aber auch um die frühe antisemitische Gewalt. Dann zu Bettauer selbst, zu seiner Publikationstätigkeit, zu der wir heute noch ein bisschen reden werden. Und dann um einen Prozess, der dann auch Teil unseres Gesprächs sein wird, gegen Bettauer, bei dem er freigesprochen wurde. Und dann schreibt Valentin Fuchs über den Mord, über den Prozess und über die beteiligten Personen an dem Prozess und wie sie dann auch später teilweise im Dritten Reich Karriere machen konnten. Mary G. Hall stammt ursprünglich aus Winnipeg, Kanada, hat in den 70er Jahren in Wien Germanistik studiert und ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Wien, hat auch 32 Jahre beim ORF gearbeitet und sich intensiv, ich greife jetzt nur ein paar Themen raus, mit österreichischer Verlagsgeschichte beschäftigt, mit Robert Musil, und seit 46 Jahren, haben Sie vorher gesagt, lässt Sie der Hugo Bettauer nicht los. Daher meine erste Frage zum Einstieg: Wie sind Sie eigentlich zu Hugo Bettauer gekommen? Warum diese jahrelange Beschäftigung? Wie ich dazu gekommen bin? Ich habe Mitte der 70er Jahre an den Tagebüchern von Robert Musil gearbeitet, also Sachen recherchiert. Und es gab im Jahr 1957 eine Ausgabe von Adolf Frisé, nannte sich Tagebücher, Aphorismen, Essays und Reden. Und unter den wenigen Tagebucheintragungen war eine Eintragung: Bettauer verehrt schmerzlich Kraus. Ich habe gedacht, gut, Kraus wird Karl Kraus sein. Aber Bettauer, habe ich dann nachgeschaut, was der Herausgeber dazu über diese Person geschrieben hatte, und es war ein Fritz Ernst Bettauer. Habe ich den Namen noch nie gehört, er war aus Breslau, habe ich nicht gewusst, was er mit Karl Kraus zu tun haben könnte. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, das kann nicht Fritz Ernst Bettauer gewesen sein, das muss irgendeinen Wiener Bezug geben. Und ich habe damals, glaube ich, einige Zeitungen angeschaut. Damals hatte man kein PC, Laptop, Notebook, Google, Internet und ähnliches mehr, oder Smartphone, wo man die Sachen gleich nachschauen konnte zu Hause. Und wir haben da auch damals kein ANO, also Austrian Newspapers Online, haben wir auch nicht gehabt. Das heißt, ich habe recherchiert und bin auf diesen Fall, auf das Attentat gestoßen in den verschiedenen Wiener Zeitungen. Und dann war das auch zu der Zeit, wo Professor Schmidt-Dengler sich sehr intensiv mit der anderen Literatur der Zwischenkriegszeit in Österreich beschäftigt hat. Also, er hat ein Projekt vorgeschlagen, also Gewalt und Politik in der Literatur, und das war der Fall Bettauer. Und ich habe damit mit den Recherchen begonnen. Und im Frühjahr 1976 habe ich, ich weiß nicht mehr wie, Kontakt aufgenommen mit dem Mörder Otto Rothstock. Wir haben dann miteinander zwei Jahre lang mindestens korrespondiert. Er hat mich als Wahrheitssucher bezeichnet. Der hat gedacht, ich nehme ihm alles ab sozusagen. Ich war sein Wahrheitssucher und deshalb könne er mir alles erzählen, was war, alle meine Fragen hier beantworten. Ich weiß nicht, ob ein Übergang ist zum Teleobjektiv-Sendung, ob ich das erwähnen soll? Ja, gerne. Ja. Mhm. Es müsste über den Löcker Verlag, wo meine Arbeit erschienen war, gelaufen sein, Kontakt mit dem ORF, Kontakt mit der Redaktion der damaligen Sendung Teleobjektiv. Die Sendung wurde geleitet von
Klaus Gatterer, vor allem Südtiroler und der Redakteur, der über das Thema arbeiten sollte, ein Interview mit Rotschlag machen sollte, war Peter Huemer. Und er ist dann nach Hannover gefahren mit Crews und mit Kamera und ähnliches mehr und hat mit ihm ein Interview hier geführt, so verschiedene Fragen, wo und ist irgendwie die Strategie dieses Interviews ist irgendwie nach hinten losgegangen. Es sollte ein Interview sein, wo Rotstock sich so entlarvt und sich so idiotisch zeigt, wie er wirklich ist. Aber der Rotstock hat diese Fernsehsendung oder dieses Interview als Bühne benutzt, um seine krausen Ideen, freundlich formuliert, zu präsentieren und über Dinge zu sprechen, die man eigentlich mit Bettauer mit den 20er Jahren in Wien nichts zu tun hatten. Er hat von Pornografie gesprochen, von Pornografie übelster Sorte, das sagt er auch im Interview ganz am Anfang, bezogen auch auf Hugo Bettauer. Nur wenn man schaut, und das ist ein Verdienst dieses Buches, wenn man das liest, wie die Passagen gelautet haben, weswegen Bettauer dann angeklagt wurde, gemeinsam mit Rudolf Holden, denkt man, er lebt in einer anderen Welt. Denn er hat damals, 1977, wahrscheinlich so Pornohefter Glanz, diese auf Glanzpapier im Kopf gehabt, aber er hat es irgendwie gleichgesetzt mit seinem Begriff der Pornografie im Jahr 1924. Und das wurde ihm in diesem Interview nicht klar. Und wenn man die Fernsehkritiken liest von diesem, die Folge hat geheißen, der Mann, der Hugo Bettauer erschoss. Das war der Titel dieses Beitrags. Und wenn man die Fernsehkritik von damals anschaut, hat man das Gefühl, bekommt man den Eindruck, dass die ist alles irgendwie nach hinten losgegangen. Also ich wollte ihn so zeigen, wie er wirklich ist, aber es sind Leute wahrscheinlich zu Hause gesessen, wo er über Pornohefte unqualifiziert gesprochen hat, Porno-übelstes Art gesprochen hat, und es sind wahrscheinlich die Zuseher haben gedacht, ja, recht hat er, statt es zu sagen, der ist ein vollkommener Idiot. Wie gesagt, Nur in Bezug auf, das wird auch behandelt in dieser Neuerscheinung, die Sendung. Ich würde das ein bisschen anders kommentieren, weil es ist von Kennern die Rede. Wir sprechen vom Februar 1977 und ich bezweifle, ob es so viele Leute gegeben hat vor dem Fernsehschirm, die gewusst haben, wer Hugo Bettauer war oder wer Otto Rotschlag war. Das war irgendwie mein. Deswegen kann man das mit unseren Kenntnissen von heute nicht vergleichen, wenn man so eine Fernsehsendung sieht. Aber wie gesagt, das ist auch hier sehr gut aufgearbeitet worden, das Interview mit Rotschlag. Vielleicht, bevor ich da aufhöre, während meiner langen Korrespondenz mit Otto Rotschlag hat er mir einige Bücher, also Hefte geschickt, die er geschrieben hat. Und Sie sehen die kosmische Wahrheit, Untertitel Godische Schriften zur Pflege persönlichen Lebens. Man kann sich vorstellen, was das ist. Und dann hier ein Buch, auch ein Heft, Broschüre von Otto Rotschlag, Gott, in Anführungszeichen, Gottvorstellungen ohne und mit Logik und Verstand von Otto Rotschlag. Diese Sachen hat er mir geschickt, ich habe sie irgendwie durchgeblättert, lesen wollte ich sie nicht. Und, ich weiß nicht, ob sie wirklich lesenswert sind. Ein letztes Wort zu Otto Rotschlag und Wahrheitssucher, der sitzt in Wien und der bringt nur die Wahrheit über diesen Fall. Otto Rotschlag ist in den späteren Jahren auch, ich glaube einmal im Jahr oder ein paar Mal, nach Wien gekommen, um das Familiengrab zu besuchen. Und er hat immer wieder gesagt, ich komme nach Wien und würde mich freuen, sie persönlich kennenzulernen. Und ich muss sagen, das hat mich so gekraust, dass ich immer wieder eine Ausrede suchte und fand, mich nicht mit ihm persönlich zu treffen. Also Otto Rotschlag, ja. Mhm.
Ja, kommen wir vielleicht zu diesem Motiv, das der Otto Rotstock da genannt hat, warum er den Hugo Bettauer erschossen hat oder dieses Motiv vorgeschoben hat, nämlich der Pornografie. Der Bettauer hat gemeinsam mit seinem Verleger ein Magazin gegründet, das hat damals geheißen Er und Sie, Wochenschrift für Lebenskultur und Erotik. Und die Marion Rahmann wird uns dann auch einen Teil daraus vorlesen. Das war ja sehr erfolgreich. Das hat begonnen mit 60.000 Exemplaren oder ist dann raufgegangen auf 60.000 verkaufte Exemplare, hat angeblich dann auch 200.000 Leser gehabt. Aber nach der fünften Ausgabe ist es dann schon behördlich verboten eingezogen worden und es gab einen Prozess dazu. Worum ging es eigentlich in dem Magazin oder wie bewerten Sie das auch literarisch, journalistisch und was hat da so starken Anstoß erregt oder wer hat sich da auch irgendwie angegriffen gefühlt, dass es dann zu einem Prozess gekommen ist gegen den Bettauer? Ja, es waren so zwei, glaube ich, Anklagepunkte, einmal wegen Kuppelei und zwar in Form von Kontaktanzeigen. Und wenn man sie liest, da kann man auch heute bestenfalls nur lachen, wie harmlos sie sind im Vergleich zu Kontaktanzeigen der Kronenzeitung in den 70er Jahren oder vom Kurier von mir aus. Die waren eine andere Natur als die Kontaktanzeigen. So, die Anzeigen wurden von der Bettauer Redaktion auch redigiert. Also es durfte nichts wie Unstatthaftes davor kommen, wer wen sucht oder kennenlernen möchte, wie zwecks Freizeitgestaltung oder sonst was. Das war die eine Frage, aber diese Kontaktannoncen, Stichwort Kuppelei, die Anklagen, die zweite war so Pornografie, also nach Paragraph 500 damals, nach Paragraph 516 des Strafgesetzbuches, also Pornografie, das, was Rotstock 50 Jahre später als Porno übelste Sorte bezeichnet hat. Und wenn Sie sehen, wir werden das auch hören, wie sich die Beiträge anhören, finde ich sehr interessant, ein Verdienst des Buches. Hier ging es um Pornografie. Und in der Zeitschrift Er und Sie, die gerade noch fünf Ausgaben erlebt hat, sind einige Abbildungen von alten Meistern, von Tizian. Und das sind nackte Figuren natürlich zu sehen in diesen kleinen schwarz-weiß Abbildungen von Tizian-Gemälde oder von Rubens oder was auch immer. Und das wurde damals von der Staatsanwaltschaft und von manchen politischen Parteien offenbar als Pornografie betrachtet. Deshalb der sogenannte Er- und Sie-Prozess im Oktober 1924. Der Valentin Fuchs hat da ein Zitat in seinem Buch gebracht von der Tageszeitung Freie Stimmen, über deren politische Orientierung man sich, glaube ich, recht schnell ein Bild machen kann. Die Tageszeitung Freie Stimmen informierten über den Prozess mit den Zeilen Bettauer und Olden, beide Juden, Herausgeber der eingestellten Zeitschrift Er und Sie, mussten sich vor dem Schwurgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, die Sittlichkeit durch schamlose Darstellung aus der Sexualsphäre im höchsten Grade verletzt und zur Missachtung staatlicher Einrichtungen aufgefordert zu haben. Also es hat ja auch in der Öffentlichkeit eine starke Stimmung gegen den Bettauer gegeben. Warum ist es dann ihm trotzdem gelungen, dass er freigesprochen wurde im Prozess? Ich glaube, eine einfache Antwort, das war der Prozess im Oktober. Man könnte sagen, das Volk hat gesprochen und nicht Ignaz Seipel oder Mitglieder seiner Partei oder Nazi-Gruppen. Das Volk im Sinne von Geschworenen, die haben gesprochen und das war für sie weder Kuppelei im einen Fall noch Pornografie im anderen. Das waren so normale Menschen, die eine Geschworenentätigkeit ausgeübt haben. So wird das. Jetzt haben Sie den Bundeskanzler Ignaz Seipel erwähnt, der war ja ein politischer Gegner von Bettauer und dass es überhaupt zu so einem Prozess gegen den Bettauer gekommen ist, setzt auch ein gewisses politisches Klima voraus. Wer war denn noch, also so in Gegnerschaft zum Bettauer? Also, ich glaube, Hellering,
die sind eher Randfiguren. Wir neigen dazu, gewisse Publikationen, Zeitschriften aufzuwerten und mehr aus ihnen zu machen, als sie wirklich sind. Ich glaube, Franz Hellering oder sowas Ähnliches geheißen. Er hat auch eine eigene Zeitschrift gehabt, wo er gegen Bettauer, gegen das Judentum und so polemisiert hat. Es verschiedene Tageszeitungen, sofern sie ein Spiegelbild der Öffentlichkeit sind, waren eher Reichspost, war ein berühmtes antisemitisches Blatt, also Organ der Christlichsozialen in Österreich, aber ziemlich antisemitisch und sehr gegen Bettauer überhaupt eingestellt. Mhm. Das wären ein paar Beispiele. Ja. Was mich bei der Lektüre von dem Buch von Valentin Fuchs ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, wir sprechen ja vom Roten Wien. Mhm. Wie hat sich eigentlich die Sozialdemokratie damals verhalten? Also mir kommt vor, der Bettauer war ein bisschen zwischen allen Stühlen. Er war ein säkularer Jude, er war jetzt nicht Parteimitglied. Also da war irgendwie auch keine politische Unterstützung aus dem linken Lager da, oder? Würde ich sagen, schon. Aber der Wiener Bürgermeister hat sich für Bettauer auch eingesetzt, also Seitz wird das gewesen sein, hat sich für Bettauer eingesetzt. Und es gab auch hier im Rathaus im Jahr 24 eine wilde Schlägerei bei einer Gemeinderatssitzung, wo die ganzen so Gegner einander aufgetreten sind, eine ziemlich wilde Debatte im Parlament, ein Judenschwein und Bettauer Schwein und was weiß ich. Das heißt, die Sozialdemokraten haben die Aufgabe bekommen, ihn zu verteidigen gegenüber dem Schwarzen Bund, würde man sagen, das Rote Wien. Denn die Lage war sehr stark, war die Parteien sehr polarisiert. Das war das Rote Wien gegen den Bund in Seipel. Die haben ihn eigentlich unterstützen müssen und sie haben ihn unterstützt. Er hat auch verschiedene Anliegen der Sozialdemokraten auch unterstützt, also Entkriminalisierung des Abtreibungsparagrafen oder der Abtreibung und andere Bereiche. Ja. Mhm. Dann kommt es zur Ermordung von Bettauer, dem Attentat da in den Redaktionsräumen in der Lange Gasse und zum Prozess gegen den Otto Rotstock. Jetzt vielleicht noch vorher, der Otto Rotstock, der Valentin Fuchs identifiziert ihn so als einen der wirklichen Neonazis damals, also der beginnenden NS-Bewegung in Österreich oder in Wien. Der Prozess ist ja dann auch sehr eigenartig verlaufen oder auf eine politische Schieflage gekommen. Wie stark waren eigentlich damals schon 25 so die Verbindungen der Nazis hin Richtung Justiz oder höhere Politik? Die Verbindungen scheinen sehr stark gewesen zu sein, würde ich behaupten, denn auch die Wiener Polizei, erst recht in den 30er Jahren, war nicht frei von braunen Flecken, wenn man so sagen kann. Und in diesem Fall, und das hat er sehr gut geschildert, bekommt man den Eindruck, dass die Justiz, das sind die Richter und Staatsanwälte und so, nicht wirklich an einem gerechten Urteil interessiert waren. Sie waren auch nicht daran interessiert, dass die Ermittlungen einigermaßen glaubwürdig verlaufen. Und das spiegelt sich auch in diesem Prozess. Bettauer hat einen, Rotstock hat einen berühmten Anwalt, Dr. Walter Riehl, glaube ich, Gründer der NSDAP, ein sehr bekannter Rechtsanwalt, vor allem in rechtsextremen und rechten Kreisen, und der hat Rotstock seine Dienste gratis angeboten. Und wie gesagt, das beschreibt das Buch auch sehr gut, die sogenannten Ermittlungen waren eigentlich eine Farce. Man gewinnt nicht den Eindruck, dass die wirklich an einer Erklärung des Falls interessiert waren.
Es blieben verschiedene Fragen offen. Wo hat Otto Rotschlag die Waffe herbekommen? Hat er es bezahlt oder ein Freund gegeben? Wie war das mit der Munition und so? Diese Frage ist nie geklärt worden. Und man hat das Gefühl, dass die Polizei verschiedenen Spuren überhaupt nicht nachgegangen ist und eigentlich kein besonderes Interesse hatte, dass sie wie Gerechtigkeit hier absiegen sollte. Mhm. Und das sieht man auch im Prozess mit den Fragen. Ist es der Vorteil, dass man im Gegensatz zu heute die Zeitungen in den 20er, 30er Jahren oder schon vorher immer so fast Wortprotokolle von Gerichtsverhandlungen veröffentlicht haben. Und die unterscheiden sich sehr wenig voneinander. Man kann die damaligen Zeitungen anschauen und den ganzen Prozess verfolgen. Man sieht, wer was gesagt hat und wer welche Fragen gestellt hat. Mhm. Wir kommen jetzt ein bisschen zum Abschluss des Sachbuchteils und werden dann noch auf die belletristischen Arbeiten von Hugo Bettauer eingehen. Ich werde die Marin Rahmann bitten, dazu aus dem Buch von Valentin Fuchs uns eine Kostprobe zu geben, und zwar aus dem schon besprochenen Magazin Er und Sie, Wochenschrift für Lebenskultur und Erotik. Und anschließend würde ich vorschlagen, dass Sie auf Fragen an den Murray Hall richten können, und dann machen wir einen zweiten Teil einer Lesung von der Marin Rahmann. Da geht es dann um den Roman Der Kampf um Wien. Bitte. Ja, und zwar lese ich aus der zweiten Ausgabe aus dem Jahre 1924 mit dem Titel Sadismus, die Kinder und die Zote. Und es ist einer dieser Artikel, die vor Gericht beanstandet wurden. In der letzten Zeit wird aus naheliegenden Gründen viel von Sadismus gesprochen. Und zwar hauptsächlich von Leuten, denen der ganze Fragenkomplex fremd und ferne ist. Vorweg sei gesagt, dass die Betätigung sadistischer Triebe, das heißt die Erregung von Schmerzen beim Lustobjekt, absolute Privatangelegenheit ist. Vorausgesetzt, dass dieses Objekt des Sadisten seine Ergänzung bildet, das heißt masochistisch veranlagt ist und sich freiwillig den sadistischen Exekutionen überlässt. Sowie Zwang, Ausübung einer Notlage, dabei eine Rolle spielt, wird die sadistische Betätigung zu genau solcher strafwürdiger Schurkerei wie jeder Zwang und jede Ausnützung überhaupt. Also nochmals, Betätigung sadistischer, masochistischer, flagellantischer, aber auch homosexueller, fetischistischer Triebe sind Privatangelegenheit, die mit allem Respekt zu vermelden, den Staat, die Behörden, die Polizei einen Schmarrn angehen. Immer vorausgesetzt, dass kein Rechtsgut geschädigt wird, also niemand Gewalt angetan, niemand genötigt und die Öffentlichkeit nicht belästigt wird. Es sei aber nachdrücklich auch noch einmal gesagt, dass die Bestrafung der Homosexualität barbarisch ist und die betreffenden Paragraphen längst hätten ausgemerzt werden müssen. Übrigens ist Österreich meines Wissens das einzige Land der Welt, in dem auch die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Frauen, die sogenannte lesbische Liebe, bestraft wird. Außerdem, das Kind muss in jeder Beziehung, ganz besonders in seinem Sexualleben, geschützt werden. Ich finde es lächerlich, blöd, tierisch, wenn die Staatsanwaltschaft gegen einen Buchhändler vorgeht, weil er pornografische Bücher verkauft oder hergestellt hat. Auch die Pornografie, ihre Erzeugung und das Vergnügen daran ist eine private Angelegenheit, die seit Maria Theresias Zeiten keinen Menschen mehr etwas angehen soll. Würde mir aber jemals der Fall bekannt werden, dass ein Buchhändler einem Kind, das heißt einem noch nicht geschlechtsreifen Knaben oder Mädchen, die Josephine Mutzenbacher verkauft oder leiht, so wäre ich für die strenge Bestrafung dieses Mannes. Denn es ist ein Verbrechen, das Geschlechtsleben eines erst im Werden begriffenen Menschen gewalttätig zu beeinflussen, seine Sinne in einem Alter aufzureizen, in dem die Natur diesem Reiz noch nicht gewachsen ist.
Wird nun eigentlich von Gewalt wegen das Sexualleben des Kindes geschützt? Nein. Die gesellschaftliche Heuchelei überwuchert auch hier, verleiht dem Kind einen scheinbaren Schutz, den es gar nicht braucht, lässt es aber ruhig zu, dass die kindliche Fantasie durch die Zote besudelt wird. Wie überhaupt die Gesellschaft, der Staat, die Polizei gegen die Zote in einer gemeinsamen Form nichts einzuwenden haben, sondern nur das Unverhüllte, also schon eo ipso Ungefährliche, verdammen. Noch immer ist es in den meisten Zeitungen verpönt, das Wort Hure zu gebrauchen. Man zwingt den Autor, ein H mit ein paar Punkten hineinzuschreiben, also eine ganz widerwärtige und blödsinnige Verlegenheit zu begeben. Hingegen kann man das Wort Kalottchen gebrauchen, ohne Anstoß zu erregen, obwohl das Wort Hure in seiner derben Brutalität eher abstoßend als anreizend wirkt, während das Kalottchen einen pikanten Reiz ausströmt. Ein Plakat mit einem nackten Weib oder einem nackten Mann ist, besonders wenn die Geschlechtsmerkmale nicht fortescamotiert sind, verboten. Während das Strumpfplakat mit dem kitschigen, süßen Mädel, das sich gerade das Strumpfband richtet, durchaus erlaubt ist. Ich behaupte daher, Nacktheit wirkt auf Kinder in keiner Weise sinnlich erregend. Pikante Pose und angedeutete Enthüllung aber erregt im höchsten Grad. Nicht anders verhält sich Staat und Gesellschaft der Bühnenkunst gegenüber. Die schmutzigste Zote, hinter der man sich alles vorstellen kann, ist erlaubt. Die unverhüllte Eindeutigkeit, die nie stimulierend wirkt, ist verboten. Und so ist es mit den Büchern und mit allen anderen. Die schleimige, kaum angedeutete Erotik der Kurzmaler, die den Verstand und die Fantasie des jungen Mädchens verdreht und korrumpiert, darf dem Töchterchen vorgesetzt werden, während Mama entsetzt ist, wenn das gute Kind Bücher liest, die sich über die wichtigste Beziehung der Geschlechter, die erotische, offen und ohne Spitznamen aussprechen. Fortschritte sind ja schon zu verzeichnen. Das junge Mädchen von heute lässt sich im Großen und Ganzen nicht mehr ihre Lektüre vorschreiben und spricht das Wort Hose aus, ohne zu erröten, während ihre Mama noch von Unaussprechlichen reden musste. Das Individuum hat sich fortentwickelt, nur der Staat ist stecken geblieben. Es ist geradezu ungeheuerlich, dass Gesetze, die vor 100 Jahren nicht mehr modern waren, heute einer ganz neuen Menschheit gegenüber zur Anwendung gebracht werden sollen. Gesetze, die aus einer Zeit stammen, da die Frau keinen Beruf hatte, das junge Mädchen nicht alleine auf die Straße gehen durfte und jemand, der vorausgesagt hätte, dass einmal die Frauen das Wahlrecht haben werden, für irrsinnig erklärt worden wäre. Gesetze aus dieser Zeit werden heute noch immer freien, aufgeklärten Menschen gegenüber angewendet. Fast alle Gesetze, die sich auf die sogenannte Sittlichkeit beziehen, sind nichts anderes als brutale Eingriffe in das privateste Leben, sind nutzlose Vergewaltigungen, sind unmoralisch, weil sie nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen können, bieten Erpressern, Muckern, impotent und zahnlos gewordenen Feuilletonisten, Schwindlern und Schmierern Gelegenheit zur Bereicherung, zur Hetze und zur Denunziation. Man schütze in erster Linie die Kinder. Man schütze auch den freien Willen des Menschen und den guten Geschmack. Alles andere ist Unfug, ist Knechtung. Also das war einer der Texte, weswegen der Hugo Bettauer dann vor Gericht musste und auch sein Wochenmagazin dann eingestellt werden musste. Ich möchte Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, bevor wir zur weiteren Lesung schreiten, Fragen zu stellen, vielleicht zum Fall Bettauer, die sich aufdrängen. Also, wir haben da Mikrofon. Ja, ich nehme sie auf. Ich möchte nur sagen, dass also die Zeitschriften
ein ganz großer Hit waren. Ich habe eine Freundin meiner Familie, die leider nicht mehr lebt, die ist aus der Schule gekommen, um diese Fortsetzungsromane wie wild, bevor sie Aufgaben gemacht hat und so, zu lesen. Ja, also das war in einem gewissen Kreis, sicher ein jüdischer Kreis, eine ganz fantastische Sache. Und Fortsetzungsromane, das hat er natürlich in Amerika, er war ja in Amerika vorher, hat er das mitgebracht und das war also ganz, ganz toll für die Zeit. Mhm. Und wenn ich noch etwas sagen darf, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es gibt einen Hugo Bettauer Platz im 8. Bezirk und auch eine Hugo Bettauer Tafel seit 2002. Das nur jetzt. Mhm. Danke. Danke. Da vorne. Ich wollte wissen, Sie haben vorher diese Zeitungsberichte erwähnt über den Prozess. Gab es da eine Tendenz in diesen Berichten zu Kunst oder, zu, oder gegen den Hugo Bettauer? Nochmal? Ja, meine Frage ist, Sie haben die Prozessberichte in den Zeitungen erwähnt damals. Waren die eher tendenziell für den Bettauer oder gegen ihn? Die Protokolle waren eher so neutral, es waren so Wortprotokolle praktisch, im Unterschied natürlich zur redaktionellen Meinung. Und manche waren wirklich sehr stark gegen ihn eingestellt, manche Zeitungen wie eine Neueste Nachrichten oder Reichspost, um nur zwei Beispiele zu nennen. Vielleicht in dem Zusammenhang ist erwähnenswert, weil das die Zeitung im Buch sehr oft zitiert wird, die Stunde, wo ich etwas anderer Meinung bin. Die Stunde wird eine renommierte Zeitung genannt. Und ich glaube, die Zeitung, die Stunde, war eher berüchtigt und berühmt und befürchtet als wie renommiert. Das war ein Revolverblatt. Unter der Leitung von Imre Bekeci. Und diese Zeitung hatte die Neigung, Personen, hochstehende Persönlichkeiten in Wien zu erpressen. Also im Sinne von, wenn sie nicht wollen, dass die Affäre mit der Mitzi da morgen bei mir in der Zeitung ist, dann zahlst du Geld dafür. Das war die Zeitung, deswegen wäre ich vorsichtig mit dem Wort renommiert. Das war eine gut schon viel gelesene Zeitung und die Kulturseite ist heute noch sehr lesenswert von der Zeitung, aber nicht irgendwie renommiert. Und gerade die Stunde war eine Zeitung, die sehr stark, und das kommt auch im Buch zum Ausdruck, sehr stark an ein Komplott geglaubt hat. Ich persönlich bin etwas skeptisch. Komplott, das ist gut argumentiert worden, aber ich habe damals das Gefühl, vor allem bei der Zeitung Die Stunde von Bekeci, dass es nicht kein Komplott sein durfte. Denn ich möchte morgen auch noch Zeitungen verkaufen und wir halten das am Kochen mit dieser Komplotttheorie. Das nur zur Stunde. Wie gesagt, es gab eine Reihe von Zeitungen, die eindeutig gegen ihn geschrieben haben und andere, die eher für ihn geschrieben haben. Etwa die Arbeiterzeitung wäre ein Beispiel. Der Tag, der Morgen, der Abend, diese Zeitungen waren eher für Bettauer. Aber das war die redaktionelle Meinung oder so, Leitartikel zu dem Thema. Ja, falls da keine weiteren Fragen gibt, dann schreiten wir zum belletristischen Teil. Marin Rahmann wird jetzt vorlesen aus Der Kampf um Wien. Ja, möchten Sie vielleicht noch was dazu sagen, Herr Hall, zu dem Roman? Weil das Wort Fortsetzungsroman gefallen ist, es waren mehrere Romane von Bettauer, die als Fortsetzungsromane erschienen sind. Aber im Gegensatz zum üblichen Fortsetzungsroman waren die Texte, war das kein fertiger Text am Anfang, der irgendwie portioniert wurde. Wir bringen das unten, die ersten vier Spalten unten, bringen wir es unter einen Punkt und am nächsten Tag die 70. Folge. Das war in diesem Fall bei Bettauer nicht, bei den Fortsetzungsromanen. Die wurden, wenn gerade der Kampf um Wien ist ein gutes Beispiel, wenn Sie das lesen und Sie, da war in der Redoute so und so oder ein Konzert so und so, Sie können
die damaligen Zeitungen anschauen und sie haben, genau, das war am 8. Juni, ja, das war, was er beschreibt. Denn er hat die, gerade kam von Wien, ich meine, er hat nicht gewusst, wie es ausgehen sollte und auch nicht, am Anfang auch nicht gewusst, wie das, der Roman ausgehen sollte, weil diese Liebesgeschichte mit Ralph O'Flanagan und eine Grete in Wien, wo er nach Wien kommt, dann möchte das Land sanieren, also finanziell nicht Sanierung des Seelen, das war der Seipel, aber das Land wirtschaftlich sanieren und seine Erfahrungen waren lauter Enttäuschungen. In diesem Fall hat der Bettauer sozusagen am Montag spätabends die Fortsetzung für Dienstag in der Zeitung geschrieben. Man kann das irgendwie sehr schön verfolgen, wie gesagt, mit Konzerten oder Theaterstücken oder mit bestimmten Personen, die auch hier vorkommen. Also es war nicht so, dass er das fix und fertig war und er hat nur das in Fortsetzungen gebracht, sondern eine Fortsetzung nach der anderen für den nächsten Tag geschrieben. Mhm. Das ist vielleicht die Eigenart gerade dieses Romans. Ja. Ja. Bevor die Marin zum Lesen beginnt, ich mache vielleicht noch eine kurze Inhaltsangabe, dass wir ungefähr wissen, um was in dem Buch geht. Also zur Handlung, da kommt, glaube ich, das ist der reichste Mann der Welt. Ja? Also steht so drin, ein steinreicher Amerikaner namens Ralph O'Flanagan kommt in das Wien kurz nach dem Ersten Weltkrieg und der hat vorher seiner Wiener Mutter am Sterbebett versprochen, dass er sich für den Wiederaufbau in der Stadt einsetzen wird. Und dann kommt er daher und trifft ganz unterschiedliche Personen, die dann auch im Roman vorkommen, allerdings nicht unter diesen Namen, aber der Karl Kraus, der Hermann Leopoldi, der Ignaz Seipel, aber auch unterschiedliche Parteien, die um ihn werben. Mhm. Ich glaube, dann gibt es auch so ungarische Faschisten, die mit seiner Hilfe da das Rote Wien umwerfen wollen. Und dann gibt es aber auch eine starke Schlagseite in diesem Roman hin zu den sozialen Verhältnissen. Und der Kampf um Wien ist, glaube ich, auch so gemeint, ein bisschen unser Kampf zwischen Arm und Reich, wo er dann auch das Elend der Vororte besichtigt. Und die Marin wird, glaube ich, immer ganz kurz auch vorher sagen, um was in dem Kapitel geht, das sie da jetzt vorliest. Ja, der reiche Amerikaner wird bedrängt natürlich und hat die Bekanntschaft mit einem Felix Korn gemacht, unschwer zu erkennen als Anton Kuh. Und der rät ihm dann, und ebenfalls Egon Friedell kommt als Herr Kriegel vor in diesem Buch. Und die raten ihm, er soll doch so tun, sein Bruder hat eigentlich alles geerbt und er ist bitterarm. Also er wird so stark bedrängt, dass er sagt, ich bin jetzt einfach wieder arm und damit ich dieses Wien auch noch mal von einer anderen Seite kennenlerne. Und ich lese jetzt erstmal etwas aus dem späteren Kapitel vor, wo er die sozialen Verhältnisse in Wien beschreibt, weil er nämlich auf der Suche ist nach einer möblierten Wohnung. Am nächsten Tag begab sich Ralf an der Hand von Adressen, die er von einem Wohnungsbüro erhalten hatte, auf die Suche nach möblierten Zimmern und bekam einen Begriff von Wiener Wohnungsnot und Rückständigkeit. Der Amerikaner lernte das Wiener Elend an seiner Quelle kennen. Witwen nach hohen Offizieren oder Beamten waren bereit, mit ihren Kindern in einer dunklen Kammer zu hausen, um durch das Vermieten ihrer Zimmer dem Hunger zu entgehen. Überall grinste ihm das Gespenst der Verelendung entgegen. Zerrissene Teppiche persischen Ursprungs, köstliche Möbel aus der Biedermeierzeit, aber fehlende Stuhlbeine, seidene Tapeten, die sich von den Wänden losgelöst hatten, ungeheizte Säle, zusammengebrochene Öfen, Klingeln, die nicht funktionierten, zerbrochene Fensterscheiben und Unmoral, Verkommenheit, Bruch mit allen überlieferten Begriffen. In der Schönburggasse auf der Wieden besichtigte Ralf möblierte Zimmer. Ihr Besitzer lag gelähmt in einem Rollstuhl. Die Frau flüsterte, da sie sah, dass Ralf die Wohnung nicht gefiel: Ich bitte, mein Herr,
Wenn ich nicht gleich jetzt Geld auf die Hand bekomme, sind wir verloren. Wir haben keine Kohle, kein Stückchen Brot im Haus. Ich weiß nicht, wie ich den schon seit Monats ersten fälligen Zins bezahlen soll. In diesem Augenblick kam die einzige Tochter, ein blasses, aber hübsches Mädchen von etwa 16 Jahren, aus der Handelsschule nach Hause. Und mit einem vielsagenden Blick fuhr die Frau fort: Mieten Sie das Zimmer. Meine Tochter wird Ihnen, wann Sie wollen, Gesellschaft leisten. Ralf floh, ließ aber einen Betrag zurück, der dem dreifachen Monatszins entsprach. In welches Haus Ralf auch kam, überall erfüllte ihn der Geruch nach schlechtem Fett, Armut, Unsauberkeit. Überall sah er Not und Kummer in den Winkeln hocken. Und er hatte das Empfinden aus einer fröhlichen Stadt, in der es von gut gekleideten, satten Menschen wimmelte, in eine andere gekommen zu sein, in der die Bevölkerung mit Aufgebot der letzten Kraft gegen das Sterben ankämpfte. Ließ sich Ralf auf längere Gespräche mit den Vermietern ein, so stieß er immer auf einen fanatischen Hass gegen die Republik, die an allem die Schuld habe. Und immer hieß es in allen Tonarten: Ja, früher, als noch die Monarchie war, da war es anders. Da hatten wir nicht notwendig, Zimmer zu vermieten. Da ging es allen Menschen gut. Tiefes Mitleid erfasste ihn mit diesen Unglücklichen, die nicht einsehen wollten, dass der Krieg der Monarchen die Ursache ihres Leidens war und nicht die mit furchtbarer Erbschaft beladene Republik. Eine neue Epoche begann für ihn. Er war nun nicht mehr ein Distinguished Foreigner, sondern einer der vielen, die in Wien ansässig sind und in der 2-Millionen-Stadt untertauchen können, ohne dass die Öffentlichkeit sich mit ihnen beschäftigt. Nur, dass er ein seltsames Doppelleben führte. Denn aus seinen möblierten Zimmern in Währing führte ihn sein Weg ebenso oft in die hell erleuchtete Stadt der Reichen, wie hinaus nach Hernals und Otterkring, dorthin, wo die Menschen den schweren Kampf um das tägliche Brot führen. Ja, ich springe jetzt nach vorn in das mondäne Wien. Ich habe ein Kapitel gefunden, wo Karl Kraus vorkommt, und Karl Kraus hat die Stadt ohne Juden scheinbar stark kritisiert. Ich finde es einen unglaublichen Kunstgriff, dass Hugo Bettauer das sogar einbaut in seinen Roman. Menschen. Der Schriftsteller Felix Korn begann Ralf ins Schlepptau zu nehmen und unter die Oberfläche zu ziehen. Nicht nur, weil ihm die Soupers im Imperial und bei Sacher behagten, nicht nur, weil ihn der Amerikaner reich beschenkte und seinen steten Geldnöten ein Ende bereitete, sondern in erster Linie, weil ihn O'Flanagan als neuartiger Menschentypus interessierte. Korn spielte oft den Schmarotzer, aber er war keiner, pumpte nur Leute an, die er liebte oder die er verachtete. War der Ansicht, dass der Philister seine amüsante Gesellschaft zu bezahlen hatte, der Reiche verpflichtet war, ihm von seinem Überfluss abzugeben. Weil er sich hoch genug einschätzte, um durch seine Gesellschaft Werte zu geben. Und Ralf fand an ihm Gefallen, sah in ihm den Bohemien, den es in Amerika nicht gibt und der auch in Europa abstirbt. Freute sich der Bosheit, des sprudelnden und übersprudelnden Temperaments, der Verachtung alles Ungeistigen und des offenen, betonten Bekenntnisses zur Rasse. Voll Behagen lauschte er dem Vortrag Korns, ergötzte sich an den Keckheiten und an den geistigen Jonglierstückchen dieses Psychoakrobaten. Und als nach Schluss der Vorlesung sich vor dem Konzerthaus eine Schar bierbenebelter Jünglinge mit dem Hakenkreuz als Symbol ihrer Inferiorität ansammelte, um den verhassten Korn zu attackieren, da bedauerte der junge Amerikaner von ganzem Herzen, dass die Polizei so rasch einschritt.
Er hätte die Ritter der Geistesarmut zu gerne mit der Kunst des Boxens vertraut gemacht. Die letzten Tage des Jahres verbrachte Ralf mit Korn, der ganz Wien kannte, im Wirbel gesellschaftlichen Lebens. Nachmittags im Café Herrenhof unter echten und falschen Literaten, abends mit Schauspielern und Sängern, spät nachts noch mit Leuten, die irgendwie anders waren als die guten Bürger. Für Ralf waren diese Stunden von unschätzbarem Wert. Neue Menschen, neue Ideen, Loslösung von uralten, ererbten Vorurteilen, tiefe Anregung, oft genug aber auch Einblick in geistiges Hochstaplertum, Borniertheit, die sich hinter Bizarrerie versteckte, Modespekulation und Konjunkturpolitik erwuchsen ihm. Er lernte Menschen kennen, die sich Schriftsteller nannten, ohne Deutsch schreiben zu können. Frauen, Wohltätigkeitsfurien, nannte sie Korn, die ein üppiges Leben auf Kosten jener Armen führten, für die sie Bälle und Konzerte veranstalteten, machte die Bekanntschaft der Operettenlieblinge, der Kabarettgrößen und Theaterdirektoren, zechte mit ihnen, zahlte Soupers für sie, ließ sich aber nur selten anpumpen, von der ewigen Angst gepeinigt, den Leuten nur das zu sein, was man in Wien mit dem unübersetzbaren Wort Wurzen bezeichnet. Erfuhr er aber von Not und Elend, von der Möglichkeit, eine Existenz aufzurichten, dann gab er rasch, viel und diskret. Eine Karl-Kraus-Vorlesung wurde für O'Flanagan zum großen Erlebnis. Hier und da hatte er schon in Amerika die Fackel zu Gesicht bekommen, nicht alles verstanden, aber die Gewalt der Sprache, die Hingebung an die Idee dennoch empfunden. In Wien hatte sich Ralf über die Tragödie der Menschheit gestürzt und war erschüttert wie nie zuvor. Ihm war dieses Werk nicht Herabsetzung, Schmähung, boshafte Glossierung. Ihm erschien es, das große Dokument einer furchtbaren Zeit zu sein. Eines der wenigen Werke, das nach Jahrhunderten noch bestehen würde. Im Gespräch mit Korn, der anderer Meinung war, sagte Ralf: Kleinlichkeitskrämer? Buchstabensucher? Druckfehlerentdecker? Boshaft und hämisch? Ich glaube von allem das Gegenteil. Einer, der aus kleinen Symptomen den faulen Kern erkennt, im Druckfehler den wahren Willen, in der Kleinigkeit den kleinen Menschen. Und einer, der von brennender Menschenliebe so erfüllt ist, dass er nicht anders kann als hassen. Glauben Sie nicht auch, dass einer, der schöne Bilder, wertvolle Musik liebt, ein fanatischer Hasser allen Kitsches sein muss? Und weil Karl Kraus eben den echten Menschen liebt, muss er den Unechten hassen. Es gibt aber für je einen Echten 1 Million Unechter. Also sieht man leicht wie ein Menschenhasser aus. Ach, ein Neider, ein Geiferer ist er, grollte Korn. Sehen Sie, dieser Karl Kraus hat einen Schulkollegen ihm einst durch Kinderfreundschaft verbunden. Kaum hat dieser Schulkollege mit einem Buch »Die Stadt ohne Juden« seinen Erfolg, als er ihm auch schon Schmählichstes antut, ihn auf eine Stufe mit Idioten stellt. Ist das nicht gemein? Nein, nicht gemein ist es, sondern nur konsequent. Das Buch, das mir ein hingeworfener guter Einfall zu sein scheint, hat eben den großen Erfolg nicht verdient, ihn auf Kosten anderer wertvoller Bücher, die hinter dem Ladentisch liegen bleiben, errungen. Also konnte Kraus, der alle Zeichen und Symptome beachtet und verarbeitet, nicht kritiklos daran vorübergehen. Rücksicht ist Korruption. Augen zu drücken, der erste Schritt zur Gemeinheit. Und Karl Kraus ist eben kein Augenzudrücker, sondern einer, der mit schweren Schritten seinen Weg geht, ohne Rücksicht, ohne Schwächeanfall, ohne Konzession.
Wer die letzten Tage der Menschheit geschrieben hat, muss hart sein gegen sich und gegen die anderen. Gäbe es mehr Menschen wie er, so würde die Welt anders aussehen. Weniger bequem vielleicht, aber voll Zuversicht und Hoffnung. Ich springe jetzt zur Silvesternacht. Ralf glaubte zu träumen. War das die verelendete Stadt, die das Mitleid der ganzen Welt beanspruchte? War das die Stadt der Arbeitslosen, Abgebauten, der hungernden Pensionisten und verzweifelten Rentner, die Stadt, die ihre Bildungsstätten verkümmern lassen, Spitäler schließen, Wohlfahrtseinrichtungen aufgeben musste? Ein wüsteres Bacchanal, tollere Geldvergeudung, ausgelassenere Laune konnte sich keine andere Stadt auf der Welt leisten, als dieses Wien in der Übergangsnacht von einem Jahr des Zusammenbruches zu einem Jahr der dumpfen Ungewissheit. Ralph O'Flanagan schlenderte durch die innere Stadt. In einer kleinen Nebengasse der Roten Turmstraße staute sich eine große Menschenmenge. Ein Unfall? Eine Prügelei? Aufstand? Revolution? Keineswegs. Es gab nur einige hundert Menschen, die verzweifelt waren, weil sie in das Etablissement da unten keinen Einlass mehr fanden. Ralf brach sich mit kräftigen Schultern und Fäusten Bahn. Und nun stand er am Eingang zum maßlos überfüllten Saal. Der wohlbeleibte, rosigblonde Wiesenthal betätigte sich eben als Konferencier, warf mit unnachahmlich trockenem Humor seine Bemerkungen in das Publikum, kündigte den Liebling des Wiener Publikums, Hermann Leopoldi, an. Wie eine Primadonna bejubelt, setzte sich der an das Klavier und sang, sich selbst begleitend, mit weicher, sympathischer Stimme ein neues Lied mit dem Refrain »Wien, Wien, Wien«, sterbende Märchenstadt. Und die Stimmung schlug um. Die Menschen, die eben noch wiehernd gelacht, hatten Tränen in den Augen. Tiefe Stille senkte sich über den Saal. Sterbende Märchenstadt, schön noch im Bettlerkleid. Ralf summte die Melodie mit, konnte sich einer gewissen Ergriffenheit nicht erwehren. Verlogene Sentimentalität, Selbstbeweihräucherung, echtes Empfinden verwoben sich miteinander und seufzend sagte sich der Amerikaner, dass er dieser Stadt wie einem Rätsel gegenüberstand. Bettlerkleid und Dulieu-Stimmung, sterbende Schönheit und leichtsinnige Lebenslust. Die Dinge sind nicht so einfach, sind kompliziert. Immer wenn ich glaube, das wahre Bild der Stadt erfasst zu haben, entsteht vor meinen Augen ein anderes, fließen die Linien durcheinander. Und schon schmetterte Hermann Leopoldi ein lustiges Lied. Die boshafte Verherrlichung eines Fußballmatadors in den Saal und schon waren die Tränen getrocknet, brüllte johlendes Lachen auf. Um 23:30 betrat Ralf die von ihm bestellte Loge im Tabarin. Bald darauf kam Lolotte Wallon. Diesmal ganz in Schwarz. Aber unter der schleierdünnen schwarzen Seide leuchtete das rosige Fleisch. Aus dem schwarzen Kelch hob sich der bis zu den Spitzen der Brüste entblößte Busen. Und das herrliche rotgoldene Haar leuchtete sinnverwirrend über dem blass geschminkten Gesicht, aus dem sich die grünen Augen und die grellroten Lippen mit unnatürlicher Schärfe hoben.
Mit Herzklopfen und Beklommenheit fühlte Ralf, wie dieses Weib ihn behexte, sich seiner Sinne bemächtigte. Sein reines Empfinden wollte sich gegen die Schminke, das Monokel, das Lolotte nicht vom Auge tat, gegen die schamlos unter der Seide betonte Nacktheit empören. Aber sein Wille unterlag dem schwülen Parfum der heißen Erotik, die von Lolotte ausgingen. Und als er sah, wie aus allen Logen neidische Blicke zu ihm herüberflogen, war er vom Stolz des sieghaften Männchens erfüllt. Jauchzende Geigen, jubelnde Menschen, knallende Champagnerpfropfen, plötzlich ein Stimmengebraus von außen, dass die Wände zitterten, Mitternacht, ein neues Jahr. Die 1000 elektrischen Lichter erloschen für eine kurze Minute und Ralf riss den schlanken Leib, der sich ihm in bebender Nacktheit bot, an sich. Die Lippen fanden sich, Lolottes weiße kleine Zähne bohrten sich in seinen Mund, dass er fast aufschrie. Die Lichter flammten auf, Ralf saß keuchend da. Lolotte, als wäre nichts geschehen, sah ihn nur groß an und setzte ihr kleines goldenes Pfeifchen in Brand. »Rauchen Sie auch?« sagte sie leise und nahm ihrem Täschchen eine zweite Pfeife, die sie aus einem kleinen Lederbeutel zu stopfen begann. »Es ist eine herrliche indische Mischung.« »Opium, Sie sollten das nicht tun.« »Opium, Kokain, Ambre und ein Tabak, wie ihn ein einziger Fürst in Indien besitzt. Rauchen Sie!« Ralf erfüllte ihren Wunsch, fühlte, wie sich seine Sinne beruhigten, ein seltsames Behagen durch seine Glieder floss. Er begann die Musik, die Stimmen ringsumher, die Worte Lolottes wie aus weiter Ferne zu hören. Sein Wesen spaltete sich, er sah sich, hörte sich, fühlte sich wie einen zweiten. Lolotte rückte ganz nahe an ihn heran. »Und doch neide ich sie um ihren Reichtum. Wie würde ich die Welt beherrschen, wenn ich ein Mann mit solchen Mitteln wäre? Welch große, hohe Mission würde meine harren?« Inmitten rauschender Geigenklänge, während die Paare zu tanzen begannen, von Tisch zu Tisch, von Loge zu Loge, die Rosenbündel, die Papierschlangen flogen, entwickelte Lolotte Ideen, an die Ralf noch nie gedacht, sprach von dem brennenden Leid des edlen Ungarlandes, von der Verelendung Österreichs, von dem heißen Wunsch der Bayern, sich von dem harten, nüchternen Norden zu lösen, um sich mit Österreich zu vereinigen. Sie schloss die Augen, beugte den Kopf nach rückwärts und flüsterte: »Ich sehe ein großes, neues Reich. Bayern, Österreich, Ungarn, eng angegliedert an das große Italien. Ein unbesiegbarer Block, eine Republik voll Kraft und Macht. Und wie sehe und sie, sehe ich als Diktator dieser neuen Macht, als gütiger, gerechter Herrscher.« Ralf richtete sich auf, schüttelte sich, sagte gezwungen lachend: »Lolotte, Sie träumen, wie käme ich, ein Fremder, zu all diesen Dingen?« »Nur Sie, nur ein Fremder. Der Wille bei den führenden Geistern dieser Länder geht längst nach solcher Vereinigung. Fragen Sie den Prälaten, der an der Spitze der österreichischen Regierung steht. Fragen Sie Horthy, den ungarischen Reichsverweser. Fragen Sie Mussolini und in München die Männer an der Spitze. Es fehlt nur eines, um zur Tat zu schreiten. Geld, viel Geld. Dass man uns nicht mit Hunger drohen kann. So viel Geld, dass wir, wenn es sein muss, den Armeen aus dem Boden stampfen können.« »Wir? Wir?
wiederholte Ralph wie im Traum. Wer sind Sie? Was liegt Ihnen am Schicksal dieser Länder? Fragen Sie nicht, Ralph. Ich stamme aus dem fernsten Osten vom Vater her. Aber das Blut meiner Mutter bindet mich an Ungarn wie an Österreich. Fragen Sie nicht. Dereinst werde ich Ihnen erzählen, was kein Mensch noch weiß. Ralph, nehmen Sie einen Kampf auf, wie ihn noch nie ein Mensch gekämpft hat. Den Kampf um Wien. Wenn Sie Wien erobert haben, gehört Mitteleuropa Ihnen. Und Ihnen wird die Bürgerkrone über Millionen Menschen gebühren. Nun aber wollen wir jung und froh sein. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Danke. Damit sind wir am Ende des inhaltlichen Teils angekommen und ich darf mich noch einmal ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch und Ihr Hiersein bedanken. Der Abend ist noch nicht ganz zu Ende. Sie haben nun die Möglichkeit, am Büchertisch, den wir im Zeitschriftenfoyer vorbereitet haben, den heute besprochenen Band zu erwerben. Ich habe aber gesehen, Sie haben auch einige Bücher von Hugo Bettauer mitgebracht. Also wer durch den Vortrag Lust auf diese Literatur bekommen hat, kann sich ebenfalls hier am Büchertisch gütlich tun. Wenn Sie in das Zeitschriftenfoyer kommen, werden Sie an der Wand eine kleine Ausstellung an Plakaten aus der Sammlung der Wien-Bibliothek im Rathaus bewundern können. Es passt ganz gut, denn einiges ist auch aus den 1920er Jahren dort zu sehen. Tun Sie das alles gerne auch bei einem Glas Wein. Ich danke Ihnen.